Hallöchen und willkommen zurück zu Advox. Das Calls. So. Ich schaue nur gerade schnell. Okay. Scheideweg, wähle Sorgfeld. Du wirst dich nie ändern an der letzte Chance. Das ist sehr schwierig. Also wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, im letzten Teil hat er uns gesagt, dass er uns angelogen hat. Über den ganzen Zeitraum, weil eben sein Kumpel gestorben ist und er dann niemanden mehr hatte. Und dann ist ihm gerade so eingefallen, oh, ich habe ja noch einen Sohn. Könnt mich ja mal bei ihm melden, weil ich bin dann, gehe ich jetzt allein. Und dann meldet er sich bei ihm und sagt ihm, er hat einen Gehirntumor, dass er Mitleid bekommt und sein Vater wieder. Also vielleicht hätte er ihn auch so ohne Lüge wieder zu sich genommen, beziehungsweise wieder den Kontakt mit ihm aufrechterhalten, weil es eben trotzdem der Vater ist. Und vielleicht kann man sich entschuldigen und sagen, hey, du, so und so und hier und da. Und er hat ein gutes Herz, weil er scheint, er sieht nicht so aus. Und bis jetzt ist mir auch nicht aufgefallen, dass sein Charakter schlecht wäre. Und ich finde es echt schwierig, also du wirst dich nie ändern oder eine letzte Chance. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ob er sich je ändern wird, kann er jetzt auch nicht wirklich wissen, weil er hat ihn sein ganzes Leben vielleicht nur ein paar Jahre gesehen, weil immerhin ist er ja gegangen und ist ja erst vor kurzem wiedergekommen. Aber so eine krasse Lüge zu verbreiten, dass er einen Gehirntumor hat. Klar, er wollte mit aller Macht seine Familie zurückhaben. Ich weiß nur nicht, wollte er es, weil er nicht alleine sein wollte, weil sein Kumpel gestorben ist, oder wollte er es wirklich im Herzen? Weil vorhin ist mir halt aufgefallen, dass er ja, als er ganz am Anfang in den Laden reingegangen ist, also ins Motel, ja den einen ja getroffen hat, diesen Paul heißt er, glaube ich, dieser Mechaniker. Und dann hat er ja zu ihm gesagt, kennen wir uns nicht irgendwoher? Also war er ja schon mal dort. Und was hat er da gemacht? Was hat er für eine Vergangenheit? Wir kennen ihn ja eigentlich gar nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, auf was ich hinaus wollte. Oh Gott. Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Irgendwie traue ich ihm. Ich traue ihm irgendwie nicht so. Klar, es ist der Vater und so, aber warum hat er sich erst dann gemeldet, als er ganz alleine war? Und warum lügt man so? Ich habe einen Hirntumor. Wie kann man. Warum tut man sowas? Wieso muss man jemanden so krass anlügen? Ich würde, glaube ich, ehrlich das nehmen. Ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, wie ihr euch entschieden hättet oder habt, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss, oder? Klar, Zoe braucht ihn. Scheiße, Zoe braucht ihn ja. Ah, shit. Ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig gerade. Klar sagen dann alle, ja, eine letzte Chance ist doch immer gut. Aber wie viele Chancen soll man jemandem geben? Mann, der hat sein ganzes Leben einfach gefehlt, nur weil er ein bisschen high sein wollte als Vater. Aber im Endeffekt ist es ja hier trotzdem sein Vater und Zoe braucht ihn ja auch als Opa und hoffentlich macht er keinen Blödsinn. Irgendwas hat er uns noch verheimlicht. Ich bin gespannt, weil wenn wir das auswählen, werden wir es vielleicht nie herausfinden. Das ist auch wieder. Och man, ja okay, ich nehm das. Ja, okay doch. Oder? Nein? Aber wenn er sagt, du wirst dich nie ändern, tut er dann sofort den Kontakt abbrechen? Das würde ich halt gern wissen. Bestimmt ein Fehler. Noch eine Chance. Und mehr nicht. Danke, Vince. Das bedeutet alles für mich.
weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich muss los, bevor er mich noch erkennt. Was? Ich brauche einen Sanitäter. Schau, das habe ich gemeint. Bevor er mich erkennt. Was habt ihr denn noch verheimlicht? Sheriff Romero. Und Sie sind wohl Vince. Ja, der bin ich. Gebt ihm das Essen und schickt ihn zurück! Ich weiß, wie schwer das für Sie sein muss, Vince. Aber gute Nachrichten. Ja? Wir werden einen Mann drin haben. Halt durch, Kumpel. Du schaffst das schon. Jetzt nimm sie und keine krummen Dinger! Hey, vergiss nicht die Servietten. Zwei Wege, Pager. Ich melde mich bald. Genieß die Pizzen. Hey, das ist doch voll auffällig, oder? Den einfach um diese Servietten zu... Achso. Ich sag grad, die bleiben jetzt hey, bei unserer Servietten. Hey, der Pizzabote. Spät dran. Kein Trinkgeld. Tja, wer hätt's gedacht? Ein Bulle hält Wort. Pizza ist kein Problem. Ein Heli hingegen... Ich weiß, du wolltest das nicht. Aber du hast Romero an der kurzen Leine. Ist so. Ich hoffe, du hast recht. Jetzt hab ich auch Lust auf Pizza. Ich hab 10 Jahre für diesen Laden gespart. Ash hat sich gerade eingewöhnt. Wie sollen wir jetzt hierbleiben? Wir werden die Wände neu streichen. Ersetzen die Scheiben. Du wirst sehen, das wird so gut wie neu. Es sind nicht die Wände, sondern was in ihnen passiert ist. War Opa jetzt beim Doktor? Er ist gerade bei ihm, Liebling. Alles gut. Ja, von jedem. Aber ich glaube, er kennt den Sheriff. Wirklich? Wie das? Hat er nicht gesagt. Aber ich habe ihn getroffen und er... Was? Er führt was im Schilde, er wird uns beschützen, er ist einschüchternd. Ist es schlau, es ihr zu sagen? Später verbabbelt sie sich noch. Ich sag, er wird uns beschützen. Scheint alles im Griff zu haben. Glaube ich. Ich will doch hoffen. Ja, mal schauen, ne? Denn andernfalls... Meine Meinung? Halt dich fern. Erzähl es nicht weiter. Aber Dante ist mein Cousin. Und niemand in der Familie dachte, er würde einen guten Sheriff abgeben. Was tust du? Ich zähle das Geld. Jay, isst du was? Kein Hunger. Ich will, dass das vorbei ist, Tyler. Alles. Es ist vorbei, wenn wir gewinnen. Vergiss das nicht und hilf uns. Und iss verdammt nochmal was. Ich hab auch Hunger. Pizza könnte ich jetzt auch vertragen. Ich schau immer rüber, weil ich hab Angst. Oh, was, Vince, kann auf dich zählen? Was, Vince, kann ich auf dich zählen? Ja, sicher nicht, vielleicht. Vielleicht? Ich weiß ja nicht, was passiert. Kommt drauf an, ich brauche deine Hilfe. Hey, willst du die vielleicht mit uns teilen? Was? Sie stahlen mir ein schwarzes Buch ab. Hä? Ein schwarzes... Das musst du finden. Nein, ich denke nicht. Warum sollte ich das machen? Weil du überleben musst. Ist das dein Ernst? Er will... Durchsuch dein Zeug. Nein, du kannst nichts haben. Was, wenn ich erwischt werde? Freunde dich mit ihnen an. Was soll das heißen, wir kriegen keine? Da sind 6 Pizzen. Für uns. Also halt dein Maul. Du Arschloch. Paul hat niedrigen Blutzucker. Schon gut. Ich hol mir was aus dem Automaten. Wir dürfen nichts essen? Nein. Ich sagte nein, also nein.
Pizza fordern, Dale Respekt zeigen. Wir müssen uns damit ihn anfreunden, ne? Nö. Komm schon, Mann, gib uns was ab. Da haben wir es. Wieder gehst du mir auf den Sack. Warum sollte ich? Scherzen fordern, argumentieren. Mit nur ein paar Stück würdest du alle ruhig kriegen. Wenn sie ruhig sein sollen, dann werden sie das auch. Machen die dir Ärger? Nee, alles bestens. Mist, sorry. Idiot. Wisch's auf! Weißt du, was dein Problem ist? Du mischst dich zu viel ein. Wenn du einfach dein Maul gehalten hättest, wären wir schon wieder weg. So habe ich es noch nicht gesehen. Was du nicht verstehst, wir sind nicht so. Wir brauchten Kohle, aber wir sind nicht. Tyler, er baut Zeug. Jay steht auf Natur. Ich, ja, die Sache mit dem Schnapsladen. Aber ich krieg bald einen Job. Es ist weg. Aber keine Ahnung, ob Jessica mich nach der Scheiße noch nehmen würde. Ein Witz erzählen, ihn aufziehen, Mitgefühl zeigen, Interesse heucheln. Diese Jessica, willst du von ihr erzählen? Nein, das kannst du voll vergessen, Mann. Sie geht dich und auch niemanden sonst was an. Wenn du noch einmal ihren Namen sagst. Hey, ich wollte doch einfach nur... Was? Willst wohl mein Freund sein? Fick dich, Arschloch. Also, keine Pizza für uns? Mit Pizza sieht's schlecht aus, Leute. Ach, ich hab eh keinen Hunger. Es ist nicht da. Krass, wie der so egoistisch sein kann, nur an sein scheiß Buch denkt. Anstatt die mal da rauszuholen. Habt ihr meinen Heli? Yep, hab ihn. Die Flugaufsicht lässt euch von Mexicali bis El Paso fliegen. Aber bevor ich die Landung autorisiere, will ich was wissen. Warum habt ihr mein Haus ausgesucht? Sag's mir ins Gesicht. Draußen. Sonst kein Deal. Was will der? Ist das eine Falle? Vielleicht. Aber jetzt müssen wir sein Spiel spielen. Ich könnte ja gehen. Ich habe ihm einiges zu sagen. Nein, ich habe Ma gesagt, ich pass auf dich auf. Schon gut. Ich bin heute ein großer Junge. Ein krummes Ding. Und die Geiseln sind dran. Alles gut. Ihr habt mein Wort. Pizzabote, wir machen einen Spaziergang. Hey, sag Dante, er soll uns endlich hier rausholen. Musst du so fest zupacken? Nicht meine Schuld, dass du so fett bist. Ich komme raus! Verdammt! Ich will endlich an einem Strand liegen. Normales Essen, Tequila schlürfen. Du schaffst das, du spinnst. Ja. Ach, die lassen euch nie aus dem Land. Das weißt du, oder? Hey, fick dich. Und halt dein Maul. Komm schon. Bitte komm zurück. Ich bin's. Dale Holt. Ich hatte deinen Bruder erwartet. Fröhliche Scheiß-Weihnachten. Vince. Dachte nicht, dass ich sie so schnell wiedersehe. Tja, wie beruhigend. Weißt du, bis heute warst du ein kleiner Wicht. Dieser blöde Überfall vor ein paar Sommern, ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt sieh dich an. Ihr Jungs habt euch echt einen Namen gemacht. Ich setz noch einen drauf, Arschloch. Hab in deine Limo gepisst. Ach, egal. Ich glaube, du hast da was, das mir gehört. Ja, die Kohle. Nicht die Kohle. Mein schwarzes Buch. Wo ist es? Wo
Wovon redest du da? Spiel keine Spielchen! Ein Schritt näher und ich puste ihm die scheiß Birne weg! Sag mir, wo es ist. Ich sagte doch, ich habe keine Ahnung, was du da laberst. Ganz wie du willst. Warnen oder nicht warnen? Wenn ich ihn nicht warne, stirbt er wahrscheinlich. Klar, er wird erschossen. Lebt der drin dann auf? Weil vorhin hat er ja gesagt, wenn Tyler eigentlich hat er immer einen kühlen Kopf. Und wenn Tyler ausflippt, dann sollte man aufpassen. Würde man jemanden warnen wollen, der sich als Geisel nimmt, aber trotzdem, man muss halt immer an seine Familie denken. Vielleicht killt er dann drin jemanden. Wieso sollte ich ihn warnen? Vielleicht nützt mir das ja. Oh Mann, in Real Life hat man auch nicht so viel Zeit. Schütze und er trifft ihn nicht. Das ist so unrealistisch. Okay, los! Jetzt! Schnell zur Tür! Ich verstehe nicht. Das war's noch nicht. Ich brauche das Buch. Sie haben es nicht. Tyler bringt mich um. Geht's dir nur darum? Das Buch? Ernsthaft? Das ist Ihre Priorität? Unsere Priorität, Vince. Vergessen Sie das nicht. An Ihrer Stelle würde ich reingehen. Was hast du getan? Was ich getan habe? Ist das dein Scheiß Ernst? Warum bist du zurückgekommen? Weil meine Familie hier ist! Du hast Dale umgebracht! Hey! Er war das nicht! Du hast dir das Sagen, Tyler. Du hast deinen Bruder rausgehen lassen. Wenn du jemandem die Schuld geben willst, schau in den Spiegel! Joyce! Nein. Tyler. Okay, das... Ich habe alles erwartet, aber nicht, dass der sich selbst umbringt. Was? Nein! Ich dachte, er hat sich selber in... Oh. Scheiße. Der hat Joyce umgenietet. Ohne Witz, das sah gerade so aus, als hätte er sich selbst in den Mund geschossen. Ich bin Obstfliege hier. Wie hab ich da gerade gesehen? Also, er hat so gemacht. Ich dachte, er macht so. Der hat hier umgebracht. Ich hab einen Schuss gehört. Joyce ist tot. Oh Gott, ihr Kind. Finde das Buch, sonst sterben mehr. Das ist 30 Minuten. Krass.
mein Wert. Ehrlichkeit. Spricht frei heraus und erwartet das auch von anderen. Eigenschaft, unerschütterlich. Keine Scheu vor Konfrontation und physischen Gefahren. Spielstil, Blitzreflexe. Haha, schießt Quicktime-Events schnell und präzise ab. Okay, Desert Remotel. Tyler hielt die Waffe. Warte, ich muss das mal hier. Hä, was? Ach, das war da am Anfang, okay. Holz reingelegt, um das Büro zu erreichen. Krass, wie viele Sachen es hier gab. Ich will es wissen! 66% waren auch im Büro gefesselt. Sorry, falls ich immer noch zu laut bin oder übersteuere. Ich habe das noch nicht mit meinem Mikrofon raus. Ich habe vorher mit OBS aufgenommen, Horizon, und jetzt habe ich Streamlabs. Und irgendwie muss ich das noch ein bisschen hier einstellen. Zur Befreiung zusammengearbeitet. Okay. Dante angerufen. Aus Büro entkommen. Jay vor den Cops gewarnt. Haben mehr als die Hälfte. Cops stürmen Motel. Entschieden, nicht wegzurennen. Da wäre richtig viel passiert, wenn wir weggerannt wären. Da wäre bestimmt jemand gestorben. 100 pro. Jim ausgenockt, haben 53%. Jim oder Zoe? Oh. Jim ausgetauscht. Alle anderen haben, also die Mehrheit hat sich für Zoe entschieden. Okay, Jim vergeben haben auch nicht alle. Ich bin noch zu nett, kann das sein? Aber das ist halt meine Entscheidung, ja. Boah, hier wäre so viel. Ich nehme immer den kurzen Weg. Was ist los? Aber vielleicht ist es auch ganz gut so. Aber krass. Aber nee, ich will Zoe bei ihrer Mama lassen, glaube ich. Pizza-Diskussion angeschlossen. 60% haben auch keine Pizza. Toll, wir hätten Pizza bekommen können. Menschlicher Schild. Scharfschütze Dale erschien. Ah, das war 50-50 anscheinend. Okay. Choice von Tyler getötet. Also sie wäre sowieso getötet worden. Ja, klar. Oh mein Gott. Hätte ich ihn gewarnt, dann wäre aber wahrscheinlich jemand anderes gestorben. Oder wie? Weil Vince, Michelle und Zoe bleiben. Dann wäre hier wahrscheinlich was anderes geblieben. Aber es, ah, okay, klar, wenn man Zoe eingetauscht hätte hier vorne, ja klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. 2 Tage zuvor, der Traum. Dann hat er gepackt. Abgelenkt worden. Kids haben relativ viele geschafft. Wir haben halt das Falsche gedrückt. Michelle enttäuscht, haben 21%. Zoe ins Bett gebracht. Zoe beruhigt, 64% auf Balkon entspannt. 60% haben die Textnachricht erwähnt. Michelle nahm Anruf an. 73% Michelle den Anruf beenden lassen. Ja, weil wenn wir das Telefon einfach genommen hätten, dann hätte derjenige, also dieser Bruce, der wahrscheinlich an der anderen Leitung war, also am anderen Ende der Leitung gewesen war, hätte wahrscheinlich dann so getan, als wäre er ein Kollege oder von der Umzugsfirma oder irgendwas. Weil sie hat ja gemeint, ja, es war schön, mit ihnen zusammenzuarbeiten, und damit hat sie ihn ja sozusagen, falls er das am Telefon war, damit aufmerksam gemacht, dass ihr Mann in der Nähe ist und sie förmlich mit ihm redet, als wäre das ein normaler Arbeitskollege und nicht ihre Affäre. Deswegen hätte er eh anders reagiert am Telefon und nicht, oh ja, tut mir leid, ich bin Bruce, der mit ihrer Frau geschlafen hat. Das ist sehr Schwachsinn gewesen. Also zur Rede gestellt, Michelle gab Affäre zu. Oh, sie hätte sogar weiter gelogen. Krass. Wir hätten es auch nie erfahren können. Wir sind wütend geworden. Wir hätten das auch anders schlichten können, okay. Weggegangen sind 14%. Wer hat ihr bitte einen Kuss gegeben? Ganz ehrlich. Niemand. Oder?
Streit nie gelöst. Ja, nö, was soll man da lösen? Ihre blöden Lügen anhören und ja, es tut mir ja so leid, es wird nie wieder passieren. So einen Streit muss man nicht lösen, dann geht man einfach. So, nächstes Kapitel. Fangen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich finde es richtig cool, auch wenn ich am Anfang so gedacht habe, hä, was ist das für eine komische Grafik? Warum ist das so komisch gemacht? Aber ich finde das voll geil. Also das Spiel gefällt mir richtig gut. Bin gespannt, wie wir weiterkommen, ob noch jemand gehen muss. Ich hoffe nicht zu viele. Die Quicktime-Events sind ganz gut zu handeln, finde ich. Also ich habe bis jetzt nur eins verkackt. Ansonsten finde ich es echt nice. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Hoffentlich alles Gute und wir singen.